Moin und willkommen zu einem neuen Video von mir und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Wir sind in meiner Reihe, was ich persönlich nutze. Das ist die Canon EOS 750D. Und dann habe ich das Standardobjektiv, ist, was hier dabei ist. Ich nutze es aber in erster Linie mit einem Weitwinkelobjektiv. Ich würde sagen, ich hole das mal in die Tasche hervor. Wie gesagt, das ist für mich persönlich. Andere sehen das gleich anders. Ich habe hier auch so ein Mikrofon noch dabei. Na gut, ein bisschen verharrt. Ich nutze das selten. Hier hinten kommt in so eine Knopfzelle rein. Hier ist das Ladegerät für den Akku der Kamera selber. Das ist das, was ich in erster Linie benutze. 10 bis 22 mm. Das ist das Standardobjektiv, was dabei war. Oder ist das 18 bis 55 mm. Ich habe eine 128 GB Speicherkarte drin. Es gibt ja auch hier eine Möglichkeit, eine Art RAW-Foto zu machen. Das sind dann drei Aufnahmen in verschiedenen Werten und dann daraus ergibt sich dann das Rohmaterial, weil die noch keine RAW-Aufnahmen hat. Wie gesagt, dafür benutze ich das in erster Linie. Und hier ist ein schönes Display. Hier oben kann ich das Mikro anschließen und aufstecken. Für mich persönlich reicht es. Und das muss jeder selber wissen oder was er haben möchte oder nutzen möchte. Ansonsten ist hier nicht viel drin. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung drin. Hier ist noch ein bisschen was. Für mich ist das eine angenehme Tasche. Ich kann hier kurz mal reingucken. Die reicht für das, was ich nutze oder mache, vollkommen aus. Hier ist auch nichts weiter drin. Und dann können wir hier noch mal ganz kurz reingucken. Hier ist so eine kleine Fernbedienung. Die wird auch mit so einer Knopfzelle gemacht. Und ja, hier habe ich dann noch Knopfzellen. Und hier ist die Schutzhülle der Speicherkarte. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtee. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.